Morgen, Freunde. Heute geht's noch einmal, das letzte Mal, in das Wäldchen von letzter Woche, wo wir immer noch Münzen rausholen. Ja, und wie gesagt, heute ein letztes Mal hier. Wir haben jetzt schon weit über 20 Grad, es ist 9 Uhr morgens. Also schauen wir mal, was geht, ob die Hitze es überhaupt zulässt, dass wir längere Zeit sondeln. Ja, und jetzt gehen wir mal dahin, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bin sehr gespannt, ob wir noch was finden. Wie gesagt, es ist sehr heiß. Jetzt schon. Wir hatten zwar ein paar Gewitter hier, aber der Boden ist immer noch furztrocken. So, jetzt sind wir da. Als Merkerle habe ich mir hier diese zwei morschen Äste hingestellt. Und hier werden wir jetzt nochmal diesen Teil ablaufen und schauen, ob wir doch vielleicht noch was finden. Schön, dass ihr dabei seid. Freut mich sehr. Hauen wir rein, lassen wir es krachen. Auf geht's. Ja, wieder typisch Sondel-Andi. Jetzt musste ich nochmal zurück, weil ich vergessen habe, mich gegen Zecken einzusprühen. Das musste ich jetzt nochmal machen. Musste zum Wagen zurück. Aber das ist mindestens genauso wichtig wie der Detektor. Denn bei der Witterung stehen die Bremsen und Schnaken Schlange, um einzustechen. Aber jetzt geht's los. Find, der erste Fund. Trashmüllabfall. Und hier sind es Staniolpapierreste. Ein Pulltipp. Schrott, Trash, Abfall und ein Stück Eisen, Staniolpapier, Aluscheiß. Und wieder mal ein Loch mit Eisen außenrum. Nochmal so ein Stückchen Rohr, ein kleiner Druckknopf, gnadenlos ein Wurstzipfelverschluss, ein Nagelfragment. Nochmal ein handgeschmiedeter Nagel, aber schwer verbogen. Nochmal einer. Einen Gruß an den Peso und Glückwunsch für über 1000 Abonnenten. Und hier haben wir einen großen, alten, ich denke mal handgeschmiedeten Nagel gefunden. Allerdings glaube ich nicht, dass es sich um einen Achsnagel handelt. Vielleicht ja doch, ich kann es nicht genau sagen. Ja, schwer zu sagen. Mir scheint der fast zu schlank zu sein für einen Achsnagel. Aber gut, vielleicht ist es ja doch einer. Ein Achsnagel. So, Freunde, und jetzt, glaube ich, haben wir den ersten guten Fund. Schauen wir mal. Da sitzt der drin. Da haben wir ihn und es sieht aus wie ein Knopf. Ja, ist es auch, denke ich mal, ein Uniformknopf wieder mal. Wow, sogar komplett erhalten. Boah, wie Gaioli ist das denn super. Wieder mal in einem fantastischen Zustand. Schaut euch das an mit Öse noch. Super gut erhalten. Klasse, hey. Das freut mich ja. Seht ihr? Hat sich's doch fast. Na, was heißt fast? Das hat sich eigentlich schon wieder gelohnt. Schon wieder ein Fund hier in dem Wäldchen. Ist doch toll. Wir finden immer noch was. Ich bin begeistert. So, und hier das nächste Signal im 70er-Bereich. Und das graben wir natürlich auch. Wollen wir mal hoffen, dass es kein Staniolpapier
etc. ist. Da muss es sein. Ja, schauen wir mal. Aha. Oh, da ist es. Weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Da sitzt es drin. Schaut. Sieht aus wie eine kleine Münze. Oder aber auch nicht. Nein, Münze ist es keine. Sieht aus wie eine Art Plombe, oder? Kann es nicht genau sagen. Ist hoch runterfällt. Da ist es. Tja, kein Schimmer. Vielleicht finden wir nach dem Saubermachen was raus. Bis jetzt noch ein UFO. Oh, Freunde, die Sonne brezelt schon wieder. Heiß ist es. Ich schwitze wie Sau. Aber es hilft ja nichts. Dafür haben wir jetzt wieder eine Münze gefunden. Und hier sitzt sie. Da ist sie. Da sitzt sie drin. Und es sieht aus schon wieder wie ein Reichspfennig. Ja, man sieht den Adler sehr schön. Den Reichsadler. Und auch den Einser kann man erkennen. Ja, wunderbar. Die erste Münze. Oder zweite, je nachdem, was das andere ist. Das wird sich erst nach dem Reinigen rausstellen. Prima. Jupp, und hier der nächste Fund. Und ich hoffe und glaube, dass es sich wieder um eine Münze handelt. Da liegt sie drin. Sieht ganz so aus. Ja. Und ich glaube, es handelt sich um Rentenpfennige. Ja, ja. Ich weiß nicht, 5 oder 10 Rentenpfennige werden das sein. Naja, ihr seht es ja gleich. Prima, zweite Münze oder, wie gesagt, dritte Münze. Schauen wir mal, ob. Ja, Freunde, schaut, wie nett. Hier haben wir ein altes Schloss gefunden. Sogar etwas verziert hier oben. Wo das Schlüsselloch ist, kann man nicht sehen gerade. Ah, auf der Seite wahrscheinlich. Ja, toll, Mensch, habe ich, glaube ich, ein Schloss gefunden. Ich weiß gar nicht genau. Aber das ist ein wirklich altes, leider schon sehr korrodiert. Aber vielleicht bringt es ja Glück. Muss hier nicht unbedingt ein Hufeisen sein. Ein Schloss! So, Freunde. Und das wird das letzte Signal, dass ich grabe, weil es mir einfach mittlerweile zu warm ist. Ich denke, wir haben jetzt so um die, ich schätze mal 26 bis 28 Grad. Und das ist, ja, mir langt's halt. Da ist es. Ich bin wieder nicht fertig geworden mit dem Wäldchen. Das ist verrückt. Also gut. Da ist es. Da ist es. Ich sehe es.
Ich auch. Da sitzt es drin und es sieht schon wieder aus wie eine Münze. Und es ist eine Münze. Aber was es ist. Ah, man sieht die Riffelung. Oh, das könnte ein 50-Pfennig-Stück sein. Sich Regen bringt Segen. Eventuell. Gut, wir werden es gleich sehen. Ich werde es euch zeigen. Es ist auch sehr leicht. Ja, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, Freunde, ich höre auf. Mir ist es zu warm. Und dann werde ich diese Woche wohl nicht mehr gehen, weil es so heiß werden soll. Heute ist Dienstag. Morgen soll es über 30 Grad, weit über 30 Grad werden, übermorgen auch. Und Abkühlung gibt es wohl erst am Wochenende. Hier gegenüber ist eine Wiese frisch gemäht. Da gehe ich vielleicht dann nächste Woche hin, je nachdem. Ganz sicher nicht, wenn es vollsonnig ist. Es ist mir einfach zu stressig, zu heiß. Egal. Letzter Fund, eine Münze. Ich freue mich. Und nachher gibt es noch ein Outro. Boah, ich sage euch, das ist heiß heute. Boah, fix und fertig mit der Welt. Ich war jetzt 2 Stunden unterwegs und mir langt's vollkommen. Eieiei, unglaublich. Aber jetzt muss ich noch was sagen. Und zwar möchte ich jetzt noch mal ganz herzlich meine Landwirte hier grüßen. Mich bedanken für die Genehmigungen und für die Offenheit, hier graben zu dürfen, hier suchen zu dürfen. Einen ganz fetten Gruß an die Landwirte hier. Freunde, herzlichen Dank. So, aber jetzt geht's, so, Freunde. Das war es für heute, ein relativ kurzes Video. Und ich wollte ja eigentlich heute fertig werden mit dem Wald. Aber ich habe es wieder nicht geschafft. Also werden wir irgendwann nochmal hier reingehen. Und dann hoffe ich, dass dieses Wäldchen irgendwann mal abgesondelt ist. Schauen wir mal, wann ich gehe, weiß ich nicht. Also bei der Hitze auf keinen Fall. Was mich auch interessieren würde, wäre eben die Wiese da gegenüber. Da sie frisch gemäht ist, beste Bedingungen, aber wäre natürlich auch prima, wenn es zwischendurch mal regnen würde, damit die Signalgebung etwas besser ist, dass wir ein bisschen tiefere Signale kriegen. Jetzt ist ja alles so ausgedörrt, so wie ich. Ja, Freunde, haut rein, lasst's krachen. Ich bedanke mich für eure Begleitung. Schöne Ferien, schönen Urlaub und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Euer Sandel Andi. Tschüss, ciao.